Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du aus zwei Geldscheinen eine Katze falten kannst. Beginnen wir mit dem ersten Geldschein. Dreh diesen Geldschein so vor dich hin. Nimm jetzt den linken Rand und falte ihn zum oberen Rand nach oben um. Klappe jetzt den Geldschein einmal aufeinander. Mach die beiden Faltungen rückgängig und klapp den Geldschein jetzt an der gefalteten Mittellinie aufeinander. Dasselbe wiederholst du jetzt auch mit dem zweiten Geldschein. Wieder den linken Rand nach oben umfalten. Und einmal aufeinander klappen. Auch hier beide Faltungen rückgängig machen. Und dann an der soeben gefalteten Mittellinie zusammenklappen. Jetzt hast du zwei identische Geldscheine. Fahren wir mit dem einen fort. Leg ihn so vor dich hin. Falte nun die linke untere Ecke zur gegenüberliegenden Ecke um. Mach auch diese Faltung rückgängig. Wiederhol dasselbe mit der rechten unteren Ecke. Öffne auch diese Faltung wieder. Und nimm jetzt die linke obere Ecke und falte sie zur Mitte um. Falte das Ganze nochmal um, und zwar an der Mittellinie entlang. Nimm jetzt den oberen Rand und falte ihn zur Mitte hin. Dasselbe machst du dann auch mit der anderen Seite. Klappe das linke Flügelchen schräg nach oben um. Mache dasselbe dann auch mit dem rechten Flügelchen. Das sollen später die Ohren werden. Je nachdem, wie weit du die Flügelchen nach oben umklappst, desto größer werden nachher die Ohren sein. Nimm die obere Spitze und falte sie nach unten um. Es könnte ein bisschen mühsam sein, da der Schein schon relativ dick ist. Also streich das Ganze gut fest. Nimm jetzt die untere Spitze und klappe sie nach oben. Die überstehenden Ecken faltest du einfach nach innen um. Anschließend klappst du die Spitze nochmal nach unten
und hast deine Schnauze gefaltet. Auch hier gilt dasselbe wie bei den Ohren, je nachdem wie es dir am besten gefällt, kannst du es weiter nach unten klappen. Nehmen wir jetzt den zweiten Geldschein. Auch bei diesem klappen wir die linke untere Ecke zur gegenüberliegenden Ecke um. Mach die Faltung rückgängig. Und falte nun den unteren Rand zur Mittellinie nach oben. Wiederhole dann dasselbe mit der anderen Seite, sodass dein Geldschein aussieht wie ein Drachen. Klappe den Geldschein jetzt einmal aufeinander. Nimm jetzt den rechten Teil deines Geldscheins und klappe ihn nach unten um. Anschließend machst du die Faltung rückgängig und öffnest deinen Geldschein hier unten und klappst ihn entlang der eben gefalteten Linie hier nach links um. Stell dir jetzt an diesen zwei Ecken eine Linie vor, an denen du den überstehenden Teil deines Geldscheins nach oben umklappst. Klappe anschließend den rechten Teil deines Geldscheins zusammen. Jetzt sind wir auch schon so weit und können beide Teile zusammenstecken. Nimm dazu den Kopf. Wenn du den Kopf hier unten etwas öffnest, kannst du den Körper hineinschieben. Und schon bist du fertig mit deiner Katze. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachfalten und Geld verschenken. Und wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dort findest du zahlreiche weitere Faltanleitungsvideos. Bis zum nächsten Mal.